Und damit, meine Lieben, seid ihr herzlich willkommen zurück zu Horizon Forbidden West. Und zwar machen wir in der Hauptstory hier weiter. Genau, wir haben den Sa also 1, 3. Wir haben die Hauptmission Samen der Vergangenheit angefangen und sind jetzt nun den Quen begegnet. Und Probieren wir die Konsolen aus? haben jetzt Alva Okay, dann mal kennengelernt, los. die uns ein Ich bisschen folge über ihr dir. Volk erzählt hat. Die Ahnen haben uns den Weg gezeigt. Na los, gehen wir. Ich soll mit dir mitkommen? Wir mussten den Tunnel doch zusammen öffnen, oder nicht? Ja, Wo ist der stimmt. Labyrinth? Der Karte nach sollte weiter drinnen noch ein Ausgang sein. Bleib bei mir. Geh voraus. Unfassbar, dass du uns reingebracht hast. Ich hatte Angst, länger mit den Soldaten dort bleiben zu müssen. Wie sie die Barbaren abschlachteten, die sich näherten. Als ob es ihnen gefallen hätte. Oh, Feuerglimmer. Die meisten meines Volkes sind anders. Versprochen. Lieber zurücktreten. Tja, das war laut. Schon, ne? So, und diesmal übersehe ich das nicht. Es muss doch einen Weg rausgeben. Na, wieso kriege ich es jetzt nicht anvisiert? Hier durch. Jetzt kommen wir hier auf der anderen Seite wieder raus. Laut der Karte sollte der Ausgang da lang sein. Hier liegt noch eine Kiste. Hier ist eine Kiste. Und ich glaube, auf der anderen Seite war, glaube ich, auch noch was. Sind wohl falsch abgebogen. Nee, sind wir nicht. Wir sind schon richtig, aber ich musste da den Loot noch holen. Ich freue mich drauf, wieder oben zu sein. Ja, fühlt sich wie ein Grab an. Da, ich wollte gerade sagen, wo bleibt sie denn? Lässt sich ganz schön viel Zeit. Da. Jetzt wollte Aloy gerade wieder nach unten gehen. Oh, das kann nicht gut sein. Oh mein Gott. Sie fliegen mehrmals am Tag im Komplex ein und aus. Nur die Ahnen wissen warum. Die Ahnen sind tot, Alva. Natürlich. Wie könnten sie sonst Ahnen sein? Ja. Wir haben wohl dringendere Probleme. Folge mir. Maschine. Oh, da liegt noch was. Leben im Glashaus. Aha. Alles klar. Wir können kämpfen. Oder vorbeischleichen. Du entscheidest. Die Maschine würde Säure einfach abschütteln. Nicht gut. Oh mein Gott, den habe ich gerade gar nicht realisiert. Aua.
Wäre vielleicht schöner, wenn du mir helfen würdest. Wer helfen würdest. Alter, wer eskaliert denn jetzt hier gerade mit Feuer? Chill. Oh, ich mochte die immer noch nie, diese blöden Elementkrallenschreiter. Schön für dich. Aber was hilft dir studieren, wenn du noch nicht gegen sie gekämpft hast? Sie ist von Feuer. Au. Sonst geht's dir gut, ne? Au! Ich hasse dich, riesen Truthahn. Oh. Gebt die Munition! Außer dass ich hier drin. Ja. Ich weiß bloß, dass ich gerade hier drinnen packe. Sehr schön. Ich komme hier nicht mehr raus. Ja, danke fürs Befreien. Hab mich doch nie so gefreut, befreit zu werden von der Maschine. Gott. Na, das freut mich. Irgendwas ist, glaube ich, gerade an mir vorbeigerollt. Ach nee, das war sie. Sie ist an mir vorbeigelaufen. Ich wollte gerade sagen. Ich sah gerade so aus, als würde da, weil ich da vorhin was abgesprengt habe, als würde da was. Als wäre da was an mir vorbeigerollt. Ach, hier liegt ja noch eine Maschine. Und da hinten liegt noch Loot. Und da liegt noch Loot. Und oh mein Gott. Keine Angst, Leute. Wir schaffen das hier noch vorwärts. Wir schaffen es noch. Ich muss aber gerade meine Vorräte ein bisschen auffüllen, weil sonst sehen wir nachher alt aus. Wow, sie ist einfach gerade voll neben mich geglitscht, ne? Die behalte ich als Vorrat. Schöne Entscheidung, Aloy. Sehr schöne Entscheidung. Ist hier noch irgendwas? Ne. Ach, kann ich schon nicht mehr ziehen hier, oder was? Mir war es damals so gewesen, als hätte hier hinten was gelegen oder so. Hm, täusche ich mich wohl. Wo will sie jetzt hin? Hallo? Bleibst du hier? Eine Lüftung. Ich glaube, ich kann sie öffnen. Na, jawohl. Ich bin gleich hinter dir. Hallo? Hey Leute, du sollst dich ducken? Da lang. Da lang. Lüftung öffnen. Und wir sind dran. Vielleicht können wir durch die Luke im Boden. Sieht wie die aus, die wir bei der ersten Station benutzt haben. Hier oben gibt es auch Konsolen. Aber man kommt nicht an sie ran. Warte kurz. Mal sehen, was ich finde. Und ich schwebe, schwebe, schwebe. Ich glaube, die kriege ich da weg.
Na also. Dahinter ist ein Hohlraum. Kiste. Aha. Schlüssel. Das sollte helfen. Die Tür ist versperrt. Die können wir. Da kann ich nicht raufspringen. Ich muss es anders versuchen. Na, also. Sieht aus wie eine Art Transportvorrichtung. Kannst du sie zu mir rüber bewegen? Sieht so aus. Wenn du auf das Ding springst, kann ich dich zu den Konsolen bringen. Ganz genau. Jetzt mal kurz hier rein. Aha. Aloy, könntest du mich nächstes Mal vorwarnen, wenn du eine Wand hochjagst? Ich versuch's. Ja, nächstes Mal versuchen wir's, ne? Einen Moment, lass mich nur. Ich hab's geschafft! Moment. Festhalten. Wir fahren eine Runde. So. Sehr gut. Rüberspringen. Geschafft. Ich bin bei der Konsole. Moment. Hier sind Daten. Viele. Aber gesperrt. Irgendeine Zugriffsbeschränkung. Ich muss dran vorbei, sonst scheitert meine Mission. Ganz ruhig bleiben. Ich helfe, wenn es geht. Okay? Aber zuerst müssen wir hier raus. Okay, wir müssen die Luke öffnen. Mal sehen. Okay. Ich entsperre eine Speichereinheit. Mhm. Da drin sollte eine Energiezelle sein. Dann musst du irgendwie in den Generatorraum. Okay, bin dabei. Den Generatorraum, den ich vor ein paar Sekunden aufgesprengt habe. Also, ne? Der Generatorraum hier. Da rechts ist eine Luke. Rein, mit Feuerglimmer, wie ihr gesehen habt. Und dann aufsprengen und dann hier rein. Energiezelle da rein. Und dann, okay. Ja. Die Türen haben wieder Strom. Du erreichst mich jetzt. Bin unterwegs. Alles klar. Okay. Wir müssen beide Konsolen gleichzeitig bedienen, um die Luke zu öffnen. Ich gehe zur anderen Konsole. Du bleibst hier. Es kann losgehen. Bist du bereit? Bei zwei. Eins. Zwei. Leite Thermandranken Schwachstellen-Testszenario 12C15 ein. Mhm. Okay. Dort müssen wir hin. Initiiere Umwandlungsprozess. Initiiere Biomasse-Umwandlungsprozess. Was? Nein, 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 nein! Wie schalte ich dieses Ding aus? Ausfallsicherung überschritten. Test kann nicht abgebrochen werden. Was ist das? Oh oh. Das Ende der Welt. Oh
Scheiße. Strukturelle Integrität mit Diamantranken. Nicht beeinträchtigt. Was war das da gerade? Alva. Triff mich unten. Ich teile eine Datei mit dir, okay? Testprotokoll Ulmer. Heute ist Dienstag. Der zweite? Ach, egal. Ich sage das für das Ende der Welt. Es ist wirklich ironisch. Wir haben Biomasse-Umwandlung entwickelt. Unbegrenzte Nahrung für unbegrenzte Maschinen. Und jetzt liefern wir uns ein Rennen mit der Zeit, um was zu finden, das sie auffällt. Tja, es klappt. Kriegsmaschinen können die Ranken nicht fressen, aber können wir sie rechtzeitig einsetzen? Gott, ich hoffe es. Ich verstehe nicht. Deine Ahnen, sie wurden ausgelöscht. Dein Vermächtnis hat nichts gesagt? Die Zeit der Asche. Aber die meisten Daten darüber sind verloren oder verboten. Nun, sie erschufen Maschinen, die alles Lebendige verzehren. Wie hast du gerade gesehen? Ein Wunder, dass irgendwas überlebt hat. Ich will das nicht wissen. Deshalb bin ich nicht hier. Ich brauche die Weisheit der Ahnen, um mein Volk zu retten. Keine verbotenen Erkenntnisse über ihre Sünden. Wenn ich nichts finde, das hilft, nichts, das ich mitbringen kann. Die Aufseher werden mich bestrafen. Oder schlimmer, Menschen werden sterben. Verstehst du das? Meine Familie. Meine Schwester. Sie war 14, als ich gegangen bin. Man konnte schon ihre Knochen sehen. Sie werden verhungern. Alva. Alva. Ich verstehe. Wirklich. Es ist schwer zu erklären, aber wir arbeiten auf das gleiche Ziel hin. Wenn ich erfolgreich bin, wird dein Volk keine Daten brauchen. Die Dinge werden einfach besser werden. Selbst wenn ich dir glauben sollte, mein Volk wird es nicht. Ich muss etwas zurückbringen. Okay, wir gehen zur Teststation Efeu und beseitigen irgendwie diese Ranken. Dann gelangen wir in den Datenkern. Was ich suche, ist dort drin. Wenn ich es habe, wird es vermutlich jegliche Zugänge zu allen Daten dieses Ortes freischalten. Dadurch solltest du etwas für zu Hause bekommen. Ich weiß nicht, ob ich es verstehe. Aber jedes Geheimnis birgt sein eigenes Labyrinth. Eine Wahrsagerin muss beharrlich sein. Geh weiter. Ich folge dir. Wir müssen in Bewegung bleiben. Die Teststation Efeu kann nicht mehr weit sein. Oh wei, oh wei, oh wei. Noch ein Labyrinth. Aber der Weg zur Wahrheit verläuft niemals gerade. Diese Heilblumen, die in den Daten Diamantranken genannt wurden. Sie sollten die Zerstörung stoppen, die die Zeit der Asche verursachte. Ich habe noch gar nicht gefragt. Bist du aus der Gegend? Nein. Ich bin an einem Ort weit im Osten aufgewachsen. Oh, dann sind wir beide weit gereist. Kalt und feucht hier unten. Ja, ihr solltet vielleicht die Gänge noch absuchen, weil da gibt es noch ein bisschen Loot zu finden. Ich gehe jetzt gerade hier straight einfach durch, ne? Okay. Ich weiß. Finden wir einen Weg zum Erprobungsgelände. Ich hatte letztens gesagt, immer schön alles mitnehmen und so, ne? Aber das hole ich alles schon wieder rein, wenn ich dann habe noch ein paar Nebenquests fertig zu machen, die ich mit euch nicht zusammen mache.
Und ja, genau. Und da werde ich schon diesen ein oder anderen Loot wieder zusammenkriegen. Also so ist es nicht. Einmal kurz alles voll machen. Ich weiß nämlich schon warum. Dieser Komplex ist wohl die Teststation Efeu. Dann finden wir da drin hoffentlich Antworten. Es ist so still. Ja. Sei auf der Hut. Wow! Eine von den Maschinen! Sie macht sich unsichtbar? Wir müssen sie erledigen, um in die Teststation zu kommen. Bist du dabei? Ja. Ah, sie hat mich geblitzt, Dingst. Wir tun, was wir müssen. Ja, ach nee. Nutzt alle Möglichkeiten. Der hat gesessen. Oh, 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 oh. Das war unglaublich. Furchteinflößend, aber unglaublich. Das hat geholfen. Wir sollten jetzt in Teststation Efeu können. Erstmal kurz gucken, ob hier nicht noch irgendwo was liegt. Nee, nicht. Das war ein Schreckflügel. Vergesst nicht immer, die Tiere vorher zu scannen, bevor ihr sie killt. Ich habe es jetzt zum Beispiel total gepeilt, aber ich sehe ihn ja sowieso nochmal. Weil ich ja Teile farmen gehe für die jeweiligen Rüstungen und auch für die Waffen. Und darum macht es mich eigentlich, ja, macht es mir gar nichts. Für den Diamantkranken muss es doch ein paar Daten geben, die wir gebrauchen können. Ich hoffe, dein Fokus sieht, was meiner nicht sehen kann. Aber trotzdem solltet ihr immer schauen, dass ihr... Was gefunden? Die vierte Teststation. Weide. Sie scheint unter Wasser zu sein. Hm. Sollte ich mir irgendwann anschauen. Aha. Ne, wie gesagt, weil, diese Kontrolle ist doch funktionstüchtig. Manche Bosse werdet ihr halt nicht nochmal in der Welt finden, darum... Schaut, dass ihr die Maschine mal alles scannt, vor allen Dingen die storybedingten Maschinen, sonst schaltet ihr eine Trophäe halt nicht frei. Und das wäre halt scheiße. Fertig, in jeder Hinsicht. Die Ranken funktionieren. Und Kabel hat einen Weg gefunden, sie zu zerstören. Lädt man einen kodierten Schlüssel in die Einsatzkapsel, wird ein Enzym ausgelöst. Es bewirkt, dass sich die Ranken selbst zerfressen. Aber es ist zu spät. Laut den neuesten Prognosen der US Robot Command übertrifft die Reproduktion des Schwarms unsere Fähigkeit, die Hüllen abzuwerfen, um 375%. Keine Chance für uns. Ich nehme an, das verdienen wir. Ich verdiene es. Dafür, was ich hier angerichtet habe. Das wird mein letztes Protokoll vor der Evakuierung sein.
Also waren all ihre Bemühungen umsonst. Ihnen ist die Zeit davon gelaufen. Zumindest haben wir das Softwaremodul, das sie entwickelt haben. Es sollte die Ranken der Metallblumen beseitigen können. Ich brauche eine Werkbank, um das Modul in meinen Speer zu laden. Bei unserem Lager ist eine. Die Karte zeigt einen Weg, der am nächsten Raum vorbei dorthin zurückführt. Aha. Okay. Hier geht's nicht lang. Also liegt da auch wahrscheinlich nichts. Hier liegt auch nichts. Da liegt aber noch was. Hier liegt auch nichts mehr. Hier drin. Wir müssen hochklettern. Bin gleich hinter dir. Kiste. Wir können am Seil runterrutschen. Okay. Ganz einfach. Ja, ganz einfach. Na los. Geschafft. Unglaublich, dass du es alleine mit diesen ganzen Soldaten aufgenommen hast. Aber wir sollten uns besser beeilen. Nachdem wir Barbaren entdeckt hatten, bat unser Leutnant um Verstärkung. Sie könnten jederzeit hier sein. Stimmt. Einmal die Werkbank. Spezialrüstung. Herstellen. Abgeschlossen. Und jetzt? Jetzt gehen wir zu diesem Datenkern. Habe ich eine Kiste übersehen? Ich glaube, ich spinne. Ich habe einfach voll fett eine Kiste übersehen vorne. Hoffentlich funktioniert dieses neue Modul. Die Blume blüht. Mal sehen, ob die Software funktioniert. Die Ranken. Sie fallen auseinander. Die Tür ist jetzt frei. Demeter nach Hause zu bringen. Demeter? Zeit nach Hause zu gehen. Zu Gaia. Der Same des Lebens. Ja. Elisabeth Sobek. Alpha Prime. Masterüberbrückung aktiviert. Stelle Originalcode für Demeter-Unterfunktion wieder her. Jawohl. Was hast du getan? Mein Fokus hatte noch nie so eine Störung. Oh, ich habe eine spezielle Art von Daten gewählt, die du nicht lesen kannst. Sie hatte den Datenkern fest im Griff. Aber jetzt solltest du Zugang zum zentralen Server haben. Zum Ganzen. Dadurch solltest du etwas für zu Hause bekommen. Du hattest recht. Hunderte von Archiven. Fast alle davon beziehen sich auf die Landwirtschaft. Es würde Jahre dauern, alle durchzugehen. Aber diese Zeit haben wir nicht. Was du vorher gesagt hast... Oh, oh. Alva! Stopp! Nicht schießen! Beim Wort der Ahnen! Sofort aufhören! Komm, schau dir an, auf wen du geschossen hast. Diese Barbarin hat unsere Soldaten getötet. Nur diejenigen, die blind geschossen haben. Sie ist keine Barbarin. Sie hat mir zu den Daten verholfen, die wir brauchen. Komm, sieh sie dir an. Siehst du es nicht? Elisabeth Sobek steht vor dir. Eine wiedergeborene Ahnin.
Oh. Wahrsagerin, wir sollten die Ahnen zurückbringen. Wir folgen Ihrem Wort, Kommandant, und nicht andersherum. Es tut mir leid, Dr. Sobek. Der Glaube unseres Volkes ist stark, aber es gibt auch diejenigen, die nicht so vertraut mit dem Vermächtnis sind. Ihr habt die Wahrsagerin gehört. Die Daten wurden gefunden. Ihr zwei mit mir. Den Rest von euch treffen wir am Strand wieder für die Rückkehr nach Landfall. Mhm. Ich kann nicht lange reden. Sie werden viele Fragen haben. Die habe ich auch. Dein Volk weiß viel über die Vergangenheit. Und über Sobek, schätze ich, aber... Bitte, ich muss es wissen. Das, was du sagtest, aufs gleiche Ziel hinarbeiten. Wie lange wird das dauern? Ich weiß nicht. Ein paar Monate? Du bist die größte Hoffnung meiner Familie. Lass dich von nichts aufhalten. Du hast mir für viele Dinge die Augen geöffnet. Dafür danke ich dir. Aber jetzt musst du gehen. Werde ich dich wiedersehen? Wir kehren bald nach Landfall des Vermächtnisses zurück. Es könnte gefährlich für dich sein, dorthin zu gehen. Aber sag mir, wie ich es erreiche, für den Fall. Landfall liegt auf der nordöstlichen Grenze der versunkenen Stadt. Die Ströme rund um den Archipel sind teuflisch. Ein Zugang ist nur von Süden möglich und der wird bewacht. Versuch es nur, wenn es sein muss. Wahrsagerin, was dauert da? Bitte, geh. Wenn du noch länger bleibst, fürchte ich, nehmen sie dich mit uns. Und das würde für keinen gut ausgehen. Alles klar, dann gehen wir lieber und machen den Abgang. Ich höre besser auf Alva. Ich muss den Meter trotzdem zu Gaia zurückbringen. Aber vielleicht erkunde ich noch etwas die Gegend, bevor ich zur Basis zurückkehre. Und jetzt kann ich den Rankenschneider für diese Metallblumen benutzen, die ich gefunden habe. Genau, und da würde ich sagen, in der nächsten Folge begeben wir uns dann zurück zur Basis und hören uns an, was dann Gaia zu sagen hat und wie es dann weitergeht. Wir haben nämlich jetzt alle drei wiedergebracht, die wir wiederbringen sollten dann. Und ja, bleibt dran, bleibt gespannt. Dann sage ich bis zum nächsten Mal bei Horizon Forbidden West und dann machen wir hier weiter. Bleibt dran, bleibt gespannt. Bis dahin sage ich ciao, ciao. Bis dann.